Liebe Freundinnen, ich bin Marie, 26 Jahre alt und aktuell die Landesvorsitzende von uns Bündnisgrünen hier in Sachsen. Geboren bin ich hier in Leipzig mit zwei Geschwistern und zwei Stiefgeschwistern und ich habe weite Teile meiner Kindheit und Jugend hier verbracht. Aber auch hier in Markranstädt im Landkreis Leipzig. Hier seht ihr übrigens Fotos vom legendären Markranstädter Kinderfest. Studiert habe ich Politik und Wirtschaftswissenschaften in Halle-Saale. Nach einem ganz, ganz kleinen Umweg, davor habe ich Pädagogik studiert. In meiner Freizeit treffe ich mich wahnsinnig gerne mit meinen Freundinnen, verreise gerne, am liebsten sind mir da Kurztrips ins europäische Ausland. Ich fotografiere wahnsinnig gerne Sonnenuntergänge. Und wenn die Zeit reicht, dann mache ich gerne kreative Dinge, wie zum Beispiel das Drehen und Schneiden von Filmen. Diese Karriere musste allerdings wieder an den Nagel gehängt werden, was vielleicht auch dieser Zusammenschnitt hier zeigt. Daneben, also noch während dem Studium, habe ich im Landkreis Leipzig, vor allem in Borna, an Projekten mitarbeiten dürfen, wo es darum ging, geflüchtete Menschen zu unterstützen bei ihrem Weg in die Ausbildung auf dem Arbeitsmarkt. Außerdem ist dabei in Borna ein interkultureller Mädchentreff entstanden. Ich habe mich politisiert über das antifaschistische Engagement auf der Straße. Mich hat es damals noch in der Schulzeit extrem schockiert, dass plötzlich tausende Rechtsextreme gegen geflüchtete Menschen mobilisiert haben. Also genau gegen diejenigen, die vor Leid und vor Krieg fliehen müssen. Und dann war es gerade der historische Leipziger Innenstadtring, der Schauplatz der friedlichen Revolution, der für diese rechte Hetze vereinnahmt wurde. Und das hat mich extrem wütend gemacht und das beschämt mich auch bis heute. Aber gerade deswegen ist es so wichtig, dass mutige DemokratInnen, AntifaschistInnen heute wieder auf die Straße gehen und Haltung zeigen und dabei eben auch den bedingungslosen Rückhalt aus der Politik haben. Genau das hat mich auch damals in die Parteipolitik gebracht, beziehungsweise genauer gesagt erstmal zur Grünen Jugend. Es war einfach das beste Gefühl zu wissen, dass man nicht alleine ist und dass es wirklich viele MitstreiterInnen gibt, nicht nur im Kampf gegen Rechtsextremismus, sondern auch im Kampf für Klima- und Umweltschutz und im Kampf für unsere gerechte Gesellschaft. Ich durfte noch während der Pandemie unsere Europaabgeordnete Anna im Europäischen Parlament begleiten. Das waren extrem spannende Monate und es war so interessant, europäische Politik so hautnah zu erleben, gerade weil wir so viel Wert darauf legen, dass wir Europa auch in Sachsen erlebbarer und erfahrbarer machen. 2021 habe ich zur Bundestagswahl kandidiert auf unserer Landesliste auf Platz 7 und als Direktkandidatin im Leipziger Norden. Das ist ein wirklich heterogener und auch vielfältiger Wahlkreis, zusammengenommen nicht unbedingt die grüne Hochburg. Und ich bin besonders stolz, dass wir dort so ein starkes grünes Ergebnis erzielen konnten. Für die Landtagswahl trete ich an für meinen Kreisverband Landkreis Leipzig und mit Unterstützung des KV Nordsachsen. Und das mit meinem Schwerpunktthema, einer nachhaltigen und sozial gerechten Wirtschaftspolitik. Wenn wir über den Strukturwandel sprechen, dann sprechen wir viel über die Lausitz. Und das ist auch richtig so. Was wir aber nicht vergessen dürfen, wir haben auch einen Strukturwandel im mitteldeutschen Revier. Auch hier haben wir mit Herzblut für den Erhalt unserer Dörfer gekämpft. Auch hier haben wir Braunkohle und werden eine Zeit nach der Braunkohle haben. Und hier braucht es natürlich Antworten für eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung in der Region. Und die möchte ich gerne mit euch und den Menschen vor Ort umsetzen. Das ist ganz direkt verknüpft mit der Gestaltung der Energiewende. Ich bin überzeugt, dass wir keine Zeit mehr haben für eine Politik der kleinen Schritte. Beim Ausbau der erneuerbaren Energien haben wir die Weichen neu gestellt. Und jetzt geht's an die Umsetzung. Eine nachhaltige und sozial gerechte Wirtschaftspolitik. Das ist mein Herzensthema. Auch weil ich über meine Familie einen besonderen Bezug zu dem Thema habe. Denn meine Mutter hat sich damals nach der Jahrtausendwende mit drei kleinen Kindern selbstständig gemacht. Und es waren wirklich herausfordernde Zeiten. Als Grüne in Sachsen haben wir in den vergangenen 2 Jahren in dem Bereich viel umsetzen können. Von einem wirtschaftspolitischen Leitantrag über zahlreiche Wirtschaftsdialoge bis zu einem eigenen Programmkapitel für die Landtagswahl. Aber es gibt eine Sache, die stört mich noch immer. Wenn man in dem Bereich der Wirtschaftspolitik unterwegs ist, sitzen häufig nur Männer am Tisch oder in der Podiumsdiskussion. Das möchte ich gerne ändern, gerade weil nur 1/4 der Mitglieder des Landtags Frauen sind. Ich brenne für den Austausch mit den Menschen und mir macht es eine riesige Freude, unsere grünen Inhalte zu vermitteln. Auf der Straße ebenso wie auf einem Podium. Mir macht es Freude, verschiedene Perspektiven einzunehmen, zu diskutieren und gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Und das möchte ich gerne auch im Parlament tun.
Und ich kann euch versichern, dass ich dies mit viel Einsatz, Herzblut und Leidenschaft für die Sache tun werde. Auf diesem Weg freue ich mich sehr über eure Unterstützung.